Willkommen zu MyTest Let's Play Folge 21. Ja, die Folgen jetzt werden leider etwas kürzer als die Woche. Wegen, weil es ist ja auf meinem Hauptserver, auf meinem Microsoft-Server ist gerade Umsturz. Da wird gerade ein bisschen umgemuddelt. Und dementsprechend ist gerade hier so viel Chaos, dass ich gerade kaum Zeit finde. Ist jetzt quasi Mittwoch, Donnerstag. Also ich nehme das quasi am letztmöglichen Tag quasi auf, weil direkt jetzt morgen früh muss der Paroll online sein. Ich hoffe, ich schaffe das und die Folge kommt nicht etwas später erst. Ja. Wie dem auch sei, legen wir los. Ich hoffe, ich schaffe ein bisschen was. Ich versuche jeweils mindestens eine Viertelstunde aufzunehmen. Also allzu kurz werden die Folgen jetzt definitiv nicht, aber definitiv keine halben Stunden. Da war ja was. Okay. Ja, verstehe. Da gibt es ja ein kleines Update. Ich brauche die neue Version wieder. Home. Noch mal ein bisschen größer. Home ist gleich Home. /.letsplay. So. Das sollte es funktionieren. Ja, das war klar. Die Einstellung klappt natürlich nicht mehr. The question is, warum? Client. Erstmal gucken. Okay, also erste Folge wird schon mal ein bisschen rumexperimentieren. So, mal gucken, welche Auflösung hatte ich eingestellt. Ich weiß nämlich jetzt gerade nicht mehr die vertikale Auflösung. Erweitert? Nein, Spiel erweitert. So, 950. Okay. So, jetzt wählen wir mal wieder den anderen. Alle Einstellungen. Client. Erweitert. Nein, Grafik. Spiel erweitert. So, wird ein Schuh draus. So, dann ändern wir das mal wieder auf brauchbare Werte. Daumen weg von 80. Mal 950. Was denn hochskaliert ist? Full HD. Bimini. Einstellungsseite. So, jetzt sollte es soweit passen. Aha. Gut, das Ding kommt sowieso mal raus. Das Ding ist komplette. Ja, das wäre Katastrophe. Ansonsten Pitch Move ist deaktiviert. Okay, gut. Ist nämlich ein neues Feature jetzt, was ich persönlich aber nicht so gerne mag. Ansonsten die Auflösungsrate übernommen jetzt, genau. Oh Mann, ich wollte gar nicht rausgehen. Gut. Können wir gleich mal gucken, ob durch die Aufnahmewechsel jetzt hier meine Aufnahme gleich mal verschossen ist. Nö, geht eigentlich, hat er direkt weiter aufgenommen. Gut. Sehr schön. Gut, na, dann können wir jetzt direkt loslegen. Gut. Ja. 21. Folge. Mein Test Let's Play Vanilla Server. So. Na komm. Mach die hin. So. Okay, als Information allgemein, der Server ist jetzt Version 5.0.0, sieht man oben links. Ja. Und kam jetzt gerade wieder das große Update. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir überhaupt waren. Wir waren gerade über das Haus zu bauen, wir haben aber hier auch das Feld gebaut. Ja. Man geht ohne schneller. Keine Möglichkeit, schneller zu bauen, ist ehrlich. So. Ja, wie gesagt, Server-Update großer. Und dementsprechend hat sich auch ein paar neue Features jetzt hier eingeschlichen. Zum einen, dass das Feld zerstört ist. Und zum anderen, zum Beispiel, kann man jetzt halt, wenn man sich jetzt bewegt, also wenn man jetzt fliegt, dann fliegt man jetzt nicht mehr nur auf einer Ebene,
und muss mit den Springen oder Kriechtasten nicht bewegen, sondern man fliegt praktisch so, wie man guckt, wie man es auch aus anderen Spielen kennt. Das habe ich aber deaktiviert, weil bei mir hat sich das halt mittlerweile die andere Steuerung so im Gehirn eingebrannt, dass ich mit der Neusteuerung hier quasi mich schon dran gewöhnen muss. Wo ist denn jetzt unsere Sense? Unsere Hake. Da. Ja. Ansonsten, was hast du noch so alles geändert? Ja, bei dem Microsoft-Server, da ist jetzt endlich alles in Deutsch. Das Feature kam nämlich jetzt auch nach dem letzten Update. Und wie gesagt, ansonsten hat sich da auch so einiges anderes noch geändert. Hier bei dem Server hat sich gar nicht so viel geändert, tatsächlich, weil mein Klon war ja schon immer relativ aktuell, weil die letzte Version vor 5.0.0 war ja quasi schon ein Vor-Release, wo praktisch schon neue Features mit eingeflossen sind. Dementsprechend hält sich hier die Änderungen tatsächlich in Grenzen. Was aber jetzt auf meinem Server speziell anders ist, ist, dass man zum Beispiel, oder dass ich es jetzt zum Beispiel wieder aktiviert habe, dass man beim, wenn man stirbt, sein Inventar verliert, also es droppt. So. Zumindest sollte es droppen. Ich habe es ehrlich gesagt noch gar nicht probiert, weil ich kenne das bei dem Vanilla Mind Test, kann ich jetzt bisher halt nur so mit diesem, dass da dieser schwarze Block entsteht. Mit diesem Bone, mit dem Knochen quasi. Von daher bin ich selber erstmal überrascht, wie das mit dem Droppen denn aussieht. Das hatte ich unter meinem Test nämlich noch nie. Aber ich schätze mal, das sieht genauso aus wie unter meinem Klon. So, wir brauchen Holz für unsere Hütte. Ja, ich esse gerade absichtlich nichts. Ich will nämlich mal sterben. Um dann nämlich zu sehen, wie die Items droppen. Gut, Bäume. Da ist noch ein so Ding. Weg. Komm her. Bist du singelt. Fuck you. I hate you so much. I will eat your babies. Oh, ich habe Privilegien dafür. Ich dachte, ich spiele ohne Privilegien. Nice. Gut, dann kann ich auch instant gleich sterben. Yay. Halleluja. 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 Ah, siehst du, die droppen so ähnlich wie bei... Also die springen nicht so raus, sondern die fallen einfach von der Mitte im Moment. Aber die sind genauso rum wie hier. Hä? Ah, ich droppe im Haus. Nee, im Bett. Okay. Nice. Na klar. Aufsammeln muss ich natürlich per Hand. Like mein Test halt. So. Cool, da habe ich jetzt praktisch mein Bett und habe hier noch zusätzlich einmal den Home-Befehl. Cool. Egal, aber ganz ehrlich, den Home-Befehl setze ich am besten nochmal direkt beim Bett. Ja, komm, machen wir am besten genauso. Wie war das jetzt? So. Gucken, wo ich wieder lande. Das war natürlich klar. Ein Herz, ich muss natürlich überleben. So, und hier werden wir jetzt praktisch unser Home setzen. Bam, genau da, wo wir auch spawnen, wenn wir sterben würden. Das macht das Ganze ein bisschen übersichtlicher. Da haben wir nicht jetzt so viele verschiedene Punkte, wo wir praktisch landen können. Okay. So, jetzt sind wir allerdings immer noch in dem Dilemma, dass wir Holz brauchen. Haben wir Saplings? Ja. Beziehungsweise, das ist aber alles normales Holz, oder? Haben wir da draußen normales Holz genutzt? Nee, das ist doch. Doch, ist normales Holz. Okay, gut. Dann passt das auch. Dann schmeiße ich dich mal kurz irgendwo rein. Beziehungsweise, ich guck mal ganz kurz, ob wir hier noch woanders Blätter haben. Da hatten wir genau hier so eine Grünkiste. Ah, wir haben auch noch sehr viel. Oh Gott, wir haben relativ viel sogar tatsächlich. Und Fleisch. Brauchen wir ja ab jetzt, weil ab jetzt ist Todesgefahr. Ich meine, solange wir hier arbeiten, wird es jetzt nicht so schlimm, wenn wir sterben, weil wir wachen ja gleich da auf, aber man muss ja Features nicht überstrapazieren. Aha, hier ist schon das nächste Reif. Ja, Edel ist doch so richtig gelb. Kann es sein, dass wir gerade eben das Falsche geerntet haben? Ich habe doch gerade eben tropfenweise weißes Zeug geerntet und gar nicht so ein gelbes Zeug. Oh mein Gott. Hoffentlich nicht. Wenn ja, würde ich mich jetzt gerade echt hassen. Da habe ich gerade überhaupt nicht drauf geachtet, dass wir das Richtige ernten. Ah ja, wow. So, das hier kann weg.
Okidoki. So, heißt also, die untere Etage ist grundlegend erstmal fertig. Mal gucken, wie weit hier oben waren. Hier haben wir quasi schon Dach eingezogen. Also hier den Zwischenboden, meine ich jetzt. Ansonsten haben wir hier aber auch noch nicht allzu viel. Na gut. Wolle, Baumwolle vor allen Dingen. Ja, schön, jetzt ist wirklich alle deutsch. Jetzt ist sowohl das Mindset-Spiel deutsch, als auch mein Klon deutsch. Das ist schon, als deutscher Let's Player hat das schon was. Ich fühlte mich immer als Deutscher so ein bisschen benachteiligt. Das heißt, du bist gerade gestorben und hat kein Fleisch hinterlassen. Ja, fand ich mich als Deutscher mal ein bisschen benachteiligt, quasi. Aber jetzt ist ja mein Klon auch in Deutsch verfügbar. So, wir brauchen immer noch Holz. Was? Alter, ich bin so durch den Wind. So. Na, das war zu eng. Dann wachsen die wieder nicht. So wie bei Minecraft funktioniert es ja hier leider nicht, dass man die Bäume direkt nebeneinander wachsen, pflanzen kann. Dann kriegen die leider zu wenig Licht. Von daher mal gucken, ob da eine Lücke reicht, damit sie wohl gesonnen sind. Solange wie die wachsen, pflücken wir doch mal das Richtige. Ich könnte schwören, wir haben das falsche vorhin gepflückt. Ich weiß nicht so genau, dass das schon fast wehtut. Das ist nämlich auch der Grund, weswegen wir so wenig Samen bekommen haben, weil wie gesagt, wir haben weniger Samen bekommen, als wir praktisch geerntet haben. Und das würde es auch erklären, weil eben, wenn man nämlich unreifes Zeug erntet, dann kriegt man wesentlich weniger. Oh, wisst ihr, jetzt haben wir einen Überschuss, also haben wir vorhin echt das Falsche gepflückt, aber ja klar. Oh Gott, Alter. Ronny, der Gärtner, macht erstmal sein Feld kaputt. So. Farming Simulator hier. Die Deluxe Edition quasi. Mit Soundausgabe. Und Weltmarktsimulation. Wir können quasi an die Börse gehen. Dann können wir unser Stroh weltweit verkaufen. Alter, meine Augen. Kennt ihr das, wenn man müde ist und die Augen so zu anfangen, so zu drehen, so sich so extrem trocken anzufühlen? Dabei bin ich überhaupt nicht müde. Naja, wer weiß. Ist das richtig, oder? Ja doch, genau, das ist dunkel. Ich werde noch paranoid. Goddammit. Darf's ja keinem erzählen hier. Keine Ahnung, ob ich mich früher auch so beim Malen nach Zahlen angestellt habe. Dass ich quasi die einzige Aufgabe, die ich hatte, genau falsch gemacht habe. Aber. So, okay, einmal durch. Jetzt können wir die restlichen noch überall einpflanzen. Seht ihr, was wir jetzt gerade für einen Überschuss haben? Genau so muss das sein. Ah ja. Am besten nicht weiter drüber nachdenken. Das würde nur in endloser Trauer enden. Jetzt haben wir schön viel Holz. Heu. Katze. Nicht gezähmt. Kann man die zähmen? Oder muss ich die erstmal füttern? Wahrscheinlich mit diesen. Na komm, ich brauche Samen. Da haben wir gerade alle verballert. Und hier habe ich garantiert keine Samen mehr, weil sonst werden die bereits eingepflanzt. Na ne, hab nichts. Fuck. Gut, erstmal hier alles ablegen. So. Beziehungsweise wir können daraus eigentlich gleich mal Brote machen. Sind schon ein paar Bäume gewachsen? Noch gar keine. Hallo? Deckt mich. Scheiß Verräter. Wollte ich euch alle einzahlen.
So, wir müssen auch erstmal so Kackmehl machen. Oh, die Boxen sind ein bisschen verschoben. Hier ist immer so kleiner Rand. Okay. Ha, verstehe. Ja, gut. Ist also. Hä? Was anders? Ach, 4. Wow. Okay. Dann ist natürlich, ja. Alles klar, Herr Kommissar. Ich bin ja wieder da. Ja, komm. Geht doch. So, und das Zeug kommt jetzt hier rein. Die Hälfte da rein. Wir brauchen Kohle. Sieht zwar fast so aus, ist es aber nicht. Da haben wir Kohle. Okay. Ja, hier kommt, wisst ihr was, gibt keine Ahnung, wie viel ich da jetzt brauche. So, immer Rinder. Stadtgeil. Superman joins the game. Hi. So. Ah, können die Bäume mal wachsen? Ist ja hier eine Trauerphase. Hallo? Na gut. Also so viel erstmal zur ersten Folge. Ich glaube, das mit den Bäumen, da muss ich noch ein bisschen warten. Ne? In dem Sinne, schauen wir mal. Fuck.